Du kannst übrigens auch mal hier um einziehen, auch wenn dein Weg dann sehr weit ist. Aber so bist du wahrscheinlich dann effektiver, etwas effektiver wenigstens. Und wir haben in der Mission wenigstens niemanden, der in seinen Tod rennt. So, ein Stein wird noch gebraucht, da ist das Dreifamilienhaus auch fertig. Yay. Und wir haben den Bäckermeister. Das heißt, wir können uns bald aufs Bierbrauen konzentrieren als nächstes. Oh, sie holt erstmal Geschirr. Das ist gut. Ja, wie gesagt, die paar Möbel, die wir hier unten haben, benutzen wir jetzt erstmal. Und dann sehen wir weiter. Ne, die Speermacherei machen wir als letztes, weil die Speere brauchen wir ja nicht so viele. So, bring noch einen Lehmklumpen. Dann machst du ein paar Steine. So, und du machst auch ein paar Holzwerkzeuge neue. 9 Stück sollten reichen erstmal. Okay, du holst jetzt wahrscheinlich Möbel. Ach ja, du musst natürlich hier einziehen. Ja, Sigurd, unser Müller, ist bereits in der Mache. Ja gut, du hast erstmal Möbel, das ist okay. Unser Steinmetz wird zum Glück ziemlich schnell zum Steinmetz.
Das heißt, wenn wir so 10 Steine haben, kann er wieder töpfern erstmal. Wie viele Obdachlose haben wir noch? Keinen mehr, yay. Und verheiratete er. Auch keine Arbeitslosen, keinen Hungrigen. Und 2 Frauen mit Kindern. Zwei kinderlose Frauen. Okay. Und unser Träger ist erfunden. So, Werkzeugschreiner hat sein Werkzeug hergestellt. Gut. So, Steine haben wir jetzt auch genug, also töpfen uns erstmal wieder 9 Mal Geschirr, das dürfte dann wieder eine Weile reichen. Währenddessen planen wir die Brauerei. Inklusive 2 Familienhaus. So, Sigurd ist bald alt genug, um Müller zu werden. Wird hoffentlich bald Müller, weil wir haben kein Mehl mehr. Zum Glück hat der Bäcker schon mal genug Nahrung machen können. So, lernen Müller. So, und jetzt Mahlmehl. Noch gibt's hier immer genug Fisch. So, Brauerei ist fertig. Muss auch das Zweifamilienhaus fertig gemacht werden und beides besetzt werden. Ich hätte noch eine andere Idee, fällt mir gerade so ein. Ich nehme meinen
Fischer und stecke ihn dann in das Zweifamilienhaus hier und mache ihn dann zu meinem Händler. Am Schluss. Und mache meinen Otkel, meinen Bauarbeiter, zum zweiten Farmer, sobald wir mit dem Bau fertig sind. Klingt fast schon vernünftiger, würde ich sagen. So, Mehl ist endlich wieder drin. Torun ist zum Glück auch bald erwachsen, dass sie unseren Müller heiraten kann. Ja, ich glaube, in der Aufnahmesession werden wir es nicht mehr schaffen, die Mission zu beenden. Aber in der nächsten. Und dann werden die Missionen eh wieder länger werden. So. Das heißt, Mädchen, Junge und noch ein Junge für die Bierbrauerei. Und zu guter Letzt den Speermacher bauen. Gut, Nahrung kommt jetzt langsam beim Plus rein. Musik.